Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unity. Heute ist leider keine Folge Unity gekommen. Nein, heute schon. Ihr seht ja gerade, gestern ist keine Folge Unity gekommen, weil ich noch ein bisschen krank bin, wie man es vielleicht hört. Deshalb auch gestern kein Stream. Aber ich versuche es jetzt einigermaßen mal was aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt soweit. Wir haben aber vorgestern gestreamt und da haben wir zum einen dieses wunderhübsche Dach hier gebaut, das schon mal deutlich besser ist als das alte Dach, aber es gefällt mir noch nicht ganz. Eine Idee aus dem Stream war, dass wir diese einzelnen Schichten hier jeweils nochmal so hoch wie das ganze Haus machen. Also im Prinzip, dass wir quasi so einen riesigen Turm, ich denke mal, der würde dann bis, ja, wenn wir hier mal kalkulieren, bis hier so gehen. Also, wenn wir das machen sollen, schreibt es mal in die Kommentare. Wäre, glaube ich, ganz lustig. Ich weiß nur nicht. Eigentlich wollte ich nicht so einen Riesenturm bauen, aber schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und was wir noch gemacht haben, ist hier drin. Zum einen haben wir Dinge gemacht, die ich gleich zeige. Da. Ja, eigentlich recht billig, einfach nur ein paar Sachen automatisiert und hier noch ein paar Panels hingemacht und ja, das hier so ein bisschen. Dann hier, das haben wir auch im Stream gemacht, hier eine Smelting, eine Crushing und eine Enriching Factory automatisiert. Und dann gehen wir in... Ach, da ist noch ein Alloy-Smelter, der... Ist der automatisiert? Ja, stimmt, der kann Enlighted Clear Glass machen. Und Dinge. Und jetzt kommen wir zur schwierigsten Sache aus dem Stream, und zwar... Tada! Wir haben das Fusion Crafting automatisiert. Und ich möchte euch das mal ganz kurz demonstrieren. Und zwar, wir haben ja hier so Basic Fusion Injektoren, aber wir hätten gerne so Wyvern Fusion Injektoren. Und jetzt sagen wir einfach Wyvern. Und dann ist hier Craft. Und dann einer. Ja, Netastar und so weiter. Bisschen Draconium passt. Mach mal. Und jetzt. Blum, blum, blum. Na, ist das geil oder ist das geil? Also, es dauert jetzt einen kleinen Moment. Aber das ist einfach super cool, per ME Autocrafting Sachen von Draconic Evolution über Fusion Crafting zu bestellen. So, mach schneller. Ich weiß noch, bei Doors hat es, glaube ich, ewig gedauert. Das geht ja hier wenigstens schon deutlich schneller. Habe ich zumindest das Gefühl. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich bilde es mir ein. Und zack. Und weg ist er. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann ist er da. Pam. Das ist einfach nur... Ich bin einfach von meiner eigenen Konstruktion begeistert. Wobei man sagen muss, die Zuschauer haben mir sehr viel geholfen. Also ihr Zuschauer, beziehungsweise die, die im Stream dabei waren, haben mir sehr, sehr viel geholfen. Denn das ist gar nicht so einfach, das Ding zu automatisieren. Wir müssen erstmal kurz die Energie wieder linken. So. Die wird hier von so einem Wireless Crystal, wird das alles versorgt. Hier haben wir einfach ganz normale Conduits. Und hier drin... haben wir ein Item Speed Downgrade, das die Geschwindigkeit quasi reduziert, und ein Round Robin und eine Blacklist für das Item, weil das hier rausgezogen wird mit einer Whitelist. Das ist für den Katalysator, der hier reinkommt. Und dann haben wir hier noch die Redstone Clock, die quasi das Ding die ganze Zeit befeuert. Ich habe überlegt, ob wir die einfach ausschalten, während wir nicht craften. Aber eigentlich ist es auch sinnlos. Also ich glaube, wir schalten es nicht aus. Ja, das hier können wir noch ein bisschen verstecken, indem wir hier so ein bisschen zubauen.
Das können wir noch richtig cool hier implementieren. Das sieht auch schon ganz nice aus. Aber vielleicht sieht es noch besser aus, wenn es höher ist. Ich weiß noch nicht. Und ja, das haben wir alles Wunderschönes im Stream gemacht. Und die Frage ist jetzt, wo machen wir weiter heute? Ich würde sagen, wir versuchen das hier mal schön zu bauen. Ach ja. Und ich höre jetzt schon so, ah, nicht schon wieder Quarz. Aber ich finde das so toll. Ich mag das Quarz. So. 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 Ja, vielleicht so. Ich meine, das soll eigentlich schon irgendwie offen im Raum stehen, ne? Schwierig. Wir brauchen mal eine Painting-Maschine, und zwar bei uns zu Hause. Painting-Maschine. Wie können wir ohne Painting-Maschine überhaupt existieren? Und ohne Iron Bars. Wie können wir ohne die beiden Sachen überhaupt existieren? So, Octetic. Können wir davon einen bauen? Ja, vielleicht. 1, 2, 3, 4. Was fehlt da? Oh, ernsthaft Coal Powder. Das kann ich doch mit Sicherheit hier in der Crushing Factory aus Coal kriegen. Und zwar in gar nicht mal so geringer Menge. Oder sehe ich das falsch? Ja. Perfekt. Inklusive Reserve. So. Und dann einen Octetic Capacitor. Okay, wir brauchen einen Glowstone dafür. Das kriegen wir hin. Genau, wir haben auch den ganzen Glowstone automatisch klein machen lassen. Also wenn wir jetzt mal gucken. Glowstone 6500. Alles klar. So, dann die Painting Machine. Ja, doch, wir lassen hier überall Abstand. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und, oh. Wir haben hier noch gar kein Wireless Crystal. Wireless Crystal. Dafür fehlen nur zwei davon. Oh, es hat genau gereicht. Ich pack's nicht. Ach, das muss genau unter die Dinge im Prinzip, ne? Jetzt ist es genau in der Mitte. Okay. Zack. Ja. Löst er dann die Verbindung von dem? Nee. Weil ich habe den hier ganz hässlich von unten verbunden. Na, okay. Das müssen wir irgendwann nochmal wegmachen. Und den hier bitte auch verbinden. Kann ich das hier nochmal so lösen? Ja, wir packen einfach von vorne Energie dran. Passt. Gut. Jetzt haben wir die Painting Machine mit dem Octetic Capacitor. Und der lädt sich auf. Wunderschön. Dann brauchen wir Facade. Conduit Facade. Ach nee, ich brauche ja keine transparenten Conduit. Hä? Was baue ich hier eigentlich für ein Quatsch?
10 Stück. Erstmal zum Test, ob es denn so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Was, das ist mit Octetic so langsam. Meine Güte. So. So, okay, das glaube ich kann man so machen. Und dann hätten wir hier quasi die Verkleidung. Ja, ich glaube, das kann man so machen. So, nochmal 20 Stück sollten eigentlich reichen. Was machen eigentlich diese transparenten Fassaden? Was könnt ihr? Irgendwie nicht so viel. Wir färben die auch mal kurz ein. Mich interessiert jetzt gerade mal, was die können. Transparente Conduit-Fassade. Conduit-Fassade. Oh. Transparente Conduit-Fassade. Conduit-Fassade. I have no idea. So, machen wir das mal so. Dann so. Nee, nee, da kommt keine Fassade hin. Da können Blöcke hin. So. Und dann... Ja, wir können sie noch ein Stückchen größer machen. Und zwar genau so groß. Und dann oben zu... Also im Prinzip so. Auch wenn wir das Interface gelegentlich dran müssen. Wir können ja das Interface freilassen. Was ist hier drunter? Ja, nichts Besonderes. Ich würde sagen, dann machen wir hier einfach mal so ein Ding hin. Einfach nur, damit es irgendwie gleich aussieht mit den Löchern. Und ja, das wäre dann so der Fusion Crafting Altar irgendwas. Okay, wir müssen das noch schöner bauen. Ich einfach zu allem sage, wir müssen das noch schöner bauen. Aber irgendwann wird es schöner. Wirklich. Glaubt mir. Glaubt mir. Ja, schöner. Nee, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Bevor ich beurteilen kann, was jetzt schöner ist. Aber so die Richtung stimmt schon mal. Damit man halt nicht alles sieht. Wir könnten sogar hier noch eine Fassade hinmachen. Genau, dann würde man nicht mal das mehr sehen. Dann wäre hier einfach so ein Block. Jeder denkt sich, okay, da ist halt so ein Block. In Wirklichkeit ist das Technik. So. Und dann könnten wir rein theoretisch Wi-Fi. Können wir gleich zwei herstellen? Geht das? Jetzt wird's risky. Jetzt wird's risky. Nee. Das war falsch. Warte mal, warte mal. Ne, okay, das ist so, so funktioniert das nicht. Ich sehe schon. Ich sehe schon, so funktioniert das nicht. Gut. Dann alles nochmal zurück. Können wir einen machen, wenn einer fehlt? Das müsste, glaube ich, noch reichen, ne? Ja, es müsste noch reichen. Okay, es könnte sogar noch 1, 2, 3 fehlen. Ja gut, alles easy.
Dann fehlen die da jetzt auch mal. Eins, zwei, drei. Und es funktioniert immer noch. Crafting Injektor. Okay, vier Stück müssen wir noch machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Insgesamt noch acht. Und von oben sieht man es immer noch. Ja. Nice. So, jetzt warten wir noch kurz, bis der eine fertig ist. Bestellen noch einen. So, und noch ein Mitte. Haha, ist so toll. So, gut, cool. Tschüss. Dann können wir uns mal ein bisschen um den Ender-RO-Raum kümmern. Und zwar, wir haben hier einen Alloy-Smelter. Der in Ender-RO sehr wichtig ist. Sogar so wichtig, dass sich die Painting-Maschine jetzt nochmal abreißt. Und die stellen wir dann woanders hin. Ich hätte gerne mehr Alloy-Smelter. So. So, jetzt haben wir nochmal 5 Alloy-Smelter. Mal schauen, ob wir die auch wirklich alle einsetzen. Ich denke nicht. Ich denke, wir setzen genau noch 4 ein. Dann brauchen wir Interfaces. 2. Zwanzig davon. Okay, wir scheinen echt eine Menge von dem Zeug zu haben. Wie viel haben wir denn noch? Fluix Dust. Ach, 300 Fluix Dust. Okay. Zack, 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 zack. Ah. Zack. Okay. So, dann alle konfigurieren auf Alloys Only und Push-Pull. Alloys Only, Push-Pull, der müsste ja schon. Dann Alloys Only, Push-Pull und Alloys Only, Push-Pull. So, sehr schön. Dann brauchen wir Smart Cable. Smart Cable. Die werden nicht reichen, da wir können uns einfach mal ein Stack bestellen. Und Start. 1. Zwei. Drei. So, und das Deck ist schon fertig. Auto-Crafting ist schon eine feine Sache. Orange Dye. So. Und so. Jetzt dürften die hier 5 Channel belegen. Theoretisch. Warum? 3? Hä? Wieso 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, nee, 5. Ach, jetzt 5. Ach, nee, hier drunter 6. Okay, ja klar, weil von oben einer kommt. Okay. Schauen wir mal, wie viel haben wir jetzt noch frei auf dem Kabel? Also auf dem hier haben wir noch 2 frei und auf... Oh, okay, auf dem hier haben wir noch ordentlich was frei. Da haben wir noch nicht mal die Hälfte. Ja klar, der Weiße versorgt das Ganze hier. Das ist natürlich nicht ganz so ohne. Gut. Dann brauchen wir für die ganzen Freunde hier erstmal Energie. Zack, 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 zack. Genau. Und eigentlich, das sind ja die... Moment mal. Moment. Bei Ender.io kann man das viel cooler machen. Da Ender.io cool ist, kann man das hier so machen. Ja. Cool. Nicht cool. Cool. Nicht cool.
So. Das gefällt mir schon viel besser. Jawohl, jetzt sieht es nicht so, ja, so voll aus irgendwie, sondern so ein bisschen leerer. Finde ich gut. So, jetzt brauchen wir verschiedene Rezepte. Und zwar Processing Pattern. Wir sollten erstmal ein Crafting Pattern für Blank Pattern machen. Blank Pattern. So, ein Pattern, wie man Pattern craftet. Sehr schön. Dann packen wir das mal hier rein und bestellen uns ein paar Pattern. So, ein Stack. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich, es ist ja auch nicht so, als dass das ein großes Problem für uns wäre. Crafting CPU 0 und 1 und 3 und 4 und 5 sind beschäftigt. Oh. Oh, der erkennt nicht, dass er fertig ist. Okay. Das ist noch ein kleines Problem, wie ich sehe. Das ist noch ein kleines Problem. Und der hier hat die Pattern mittlerweile fertig. Perfekt. Dann machen wir mal Processing Pattern. Und dann Alloy. Energetic Alloy. Ein Redstone, ein Gold, ein Glowstone. So, so. Redstone, Gold. Und Glowstone. Dann ein Redstone, ein Gold und ein Glowstone wird zu einem Energetic Alloy. Zack. Dann ein, das hätte ich jetzt noch gebraucht. Ein Energetic Alloy und eine Enderpearl. Was auch immer mit dem R los ist. Enderpearl. So. Hier ein Energetic Alloy und eine Enderpearl wird zu einem Vibrant Alloy. Zack. Werfen wir das oben schon mal rein. Zack. Zack. So, dann hätte ich gerne die verschiedenen Capacitors. Capacitor. Und zwar einmal den. Sollten vielleicht die Hälfte hiervon nehmen und bei dem da rein tun. Enlighted Clear Glass. Ja, das haben wir doch schon. Ich behalte es mal ganz kurz, weil ich mir nicht sicher bin, warum das da ist. So, Capacitor. Zack. Und zack. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Dann können wir die schon mal in Crafting legen. Nehmen wir den hier für. Oder nehmen wir mal das erste für N. Ne, das erste haben wir für Draconic, dann nehmen wir das zweite für N.io. So. Die drei hier. Und wir können ja mal ganz kurz gucken. Das hier ist Quarzglas. Ja, tatsächlich. Das hier ist rausgeflogen. Okay, dann kommt es auch in den Alloy-Smelter. Passt. Wir brauchen aber noch andere Sachen. Wir brauchen zum Beispiel aus einer Coal wird ein Coal Powder. Eine Coal, ein Coal Powder. Zack. Und das kommt in den Crusher. Dann brauchen wir ein Rezept für
Glowstone. Zack. Ja, das haben wir jetzt nicht im Inventar. Ja, manchmal macht das und manchmal nicht. Mysteriös. Naja. So, und das kann jetzt auch in irgendeinen Molekularassembler. Packen wir es mal in den hier. Weil es ja egal ist. So. Und wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne einen Octetic Capacitor oder 10, dann sagt er mir, okay, es mangelt an Enderperlen und an Gold Nuggets. Okay, also ein Rezept für Gold Nuggets. Das kriegen wir gerade noch so hin. Da brauchen wir ein Crafting Pattern und Gold. So, zack. Gold Nuggets. Und das packen wir hier rein. So. Jetzt nochmal Capacitor. Ne, nicht Double Layer. Capacitor. Sondern der Octetic Capacitor. Und jetzt fehlt es nur an Enderperlen. Perfekt. Die Frage ist, können wir noch schnell so viele Enderperlen organisieren? Hier kommt die Painting Machine hin. Die kriegt doch Energie. Zack. Können wir noch schnell Enderperlen organisieren? Haben wir im Public vielleicht was? Im öffentlichen ME. Enderpearl. Nein. Wo sind denn die? Ja, Moment mal, die Ender, also die Drops aus der Mob-Farm. Die hat sich Xanto hier für die private Farm gesaved, ne? Das geht aber nicht, mein Junge. Das ist öffentliches Eigentum. Dankeschön. Ich hole mir nur zurück, was der Öffentlichkeit geraubt wurde. Genau. So, Octetic Capacitor. 10. Start. So, und jetzt fliegen wir schnell nach Hause und gucken. Was heißt schnell? Das wird jetzt 100 Jahre dauern. Weil wir haben ja noch gar keine Octetic Capacitors, um das schnell zu machen. Das heißt, der müsste jetzt laufen und macht Vibrant Alloy. Ja. Oh Gott, wir sind bei 28 Minuten, alles klar. Und der macht das dem und dem. Das und die drei hier langweilen sich. Alles klar, super. Funktioniert. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.